So, und jetzt ist es soweit. Wir werden jetzt hier tatsächlich, hier unten steht der Bolide, hier ihn zum allerersten Mal einschalten. Der Monitor ist hoffentlich alles angeschlossen. Und es tut sich nichts. Ah, wir müssen hinten diesen Schalter noch einschalten. Zack. So, aber jetzt, sehr schön. Mit dem Blau kann man das sehen, muss ich einmal nach unten schwenken. Hier ist sehr schön mit dem Blau. Ich werde dann auch nochmal, von innen der Lüfter hervorragend. Ich mag ja so Lichter, also mir gefällt es. Aber ich finde, so ein bisschen Optik muss schon sein am Computer. So, naja, geht ja auch nicht viel schneller wie Windows XP. So, mittlerweile sind schon einige Tage vergangen, seit ich hier meinen Alternate-PC in Betrieb genommen habe. Ich habe natürlich erstmal alles abgedatet, das Adobe Premiere, Adobe Production Paket CS5 installiert. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von der ganzen Sache hier. Und vor allem nicht nur von dem PC, also Alternate hat auch einen sehr guten Job hier gemacht mit also super Verarbeitung. Ich finde, dass es ganz toll läuft, ganz sauber verbaut ist, alles wirklich super Sache. Aber was wirklich der Hammer ist, ist diese Grafikkarte, diese diese Quattro FX 3800. Und wie gesagt, die kostet, glaube ich, um die 800 Euro. Aber es ist wirklich ihr Geld wert. Ein kleines Beispiel, wir haben hier HD-Material, es ist gefilmt mit einer Sony EX1, das ist also XD-CAM 420-Material, 1080i, volles HD, 1920x1080, und man sieht auch hier an den gelben Stellen, wo Überblendungen sind, dass er das alles hier in Echtzeit abspielt. Also es ist wirklich auch, und hier vorne, das Intro ist rausgerechnet als QuickTime im Animation Codec, und der zeigt ja überhaupt nichts an, dass er irgendwie weder rot noch gelb, also das spielt er einfach so ab, ohne Probleme. Also ich bin wirklich begeistert, auch wenn ich jetzt hier Play mache, fängt er sofort an zu spielen, und die Ausgabe läuft auch hier über eine Blackmagic Decklink Intensity Karte auf den Fernseher hier, und es läuft wirklich phänomenal. Also hier, wo auch Überblendungen sind, ist unglaublich. Ich bin wirklich begeistert von dieser Grafikkarte und das auch das rausrechnen lassen. Als kleines Beispiel, und dieses Video ist lang, 5,5 Minuten. Und es ist also 5,5 Minuten voll HD, und jetzt lassen wir das mal rausrechnen. Hier. Ja. Als H264, und wir nennen das Test 01, und wir haben also hier PAL 1920x1080 mit 25 alt, da hatten wir NTSC Material mit 23,976 Variable Bitrate, zwei Durchgänge, Datenrate 4032, und wir lassen das jetzt hier mal einfach exportieren und schauen mal, wie lange er dafür braucht. Also für 5 Minuten HD-Video in umrechnen in H264 braucht er circa 10 Minuten. Also ich finde, das ist schon enorm. Okay, also wie gesagt, nochmal mein Fazit, dieser Alternate-PC ist wirklich super, und ich bin vor allem von dieser Grafikkarte, einer Quattro FX 3800, sehr begeistert. Ich habe nichts mit dem Hersteller zu tun, es ist keine Werbung, aber ich bin einfach sehr begeistert von ihm. Jo, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt was unten in die Kommentare, und wenn nicht, dann nicht. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.